Ivo Sasek. Bitte, Ivo, übernimm du das Mikrofon. Hallo. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Danke für das wunderbare Einleitungsstück. Hammer schön. Was für ein junger Kerl schreibt so gereifte Musik. Besten Dank, war ein sehr schöner Einstieg. Ihr seid alle von überall her gekommen, man kann nicht mehr aufzählen, woher. Ich habe nur auf der Liste gesehen, wir übersetzen heute in 7 Sprachen mindestens. Ich hoffe, dass das alles klappt bei der großen Verkabelung und allem. Hoffen wir mal, dass die Technik gut durchhält. Herzlichen Dank nochmal und herzlich willkommen auch von meiner Seite her, die Referenten, die von allen möglichen Orten hergeflogen sind und gereist sind. Wir sind sehr, sehr gespannt auf euch. Freut ihr euch? Es gibt heute einen, ich glaube, einen Rekordtag. Ich prognostiziere gerne so ein bisschen am Anfang. Wir haben heute ein Megaprogramm, also wir werden allein 11 solche Kunstbeiträge sehen, 5 Referenten, wie schon gesagt. Was es ist, ihr kennt uns, wir sind dieses Restaurant, wo es keine Speisekarte gibt, da wird einfach gegessen, was kommt. Ihr habt diese Spielregeln okay gefunden, seid hier. Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich möchte aber jetzt vorweg ein kleines Bewusstsein bilden, bevor wir die Referenten hören, weil es ganz entscheidend ist, wenn man so zu Referaten kommt, wie man hört. Wisst ihr, es gibt Leute, die rennen Jahr ein, Jahr aus zu Konferenzen und hören sich die Dinge an. Und wenn du mit ihnen sprichst, die wissen nahezu alles. Die wissen mehr als wir hier drin alle miteinander. Nur das Problem, und da hat mich jetzt kürzlich mehr als ein ziemlich bewegender Mann angesprochen, also Leute, die wirklich was bewegen. Und wenn ich das sage, meine ich Leute, die länderweit Dinge bewegen, sind auf mich zugekommen und haben mir ein bisschen die Leviten verlesen, wie man so schön sagt. Was war ihnen am Herzen? Sie sagen, ihr müsst was bewegen. Das höre ich nicht so gern, weißt du, als ACK-Gründer, und ich habe doch auch die S&G und Klartv und verschiedene andere Dinge gegründet. Ich höre nicht so gern, wenn ein Mann mich anspricht und sagt, du bewegst hier nichts. Aber er hat das nicht jetzt allein auf mich bezogen, sondern das sind Leute, die von Konferenz zu Konferenz gehen und dort lehren und dort ihre Vorträge halten. Und am Ende der Konferenz ist alles immer gleich wie vorher. Seht ihr, und das ist ein Mega-Problem. Das ist wirklich ein Zeitproblem. Ich war geneigt, jemand einzuladen, der uns heute wirklich mal die Kappe gewaschen hätte. Aber ich dachte, ich mache das gleich mal selber. Wisst ihr? Hier sind Leute, die so wichtige Dinge sagen, wenn die nur gehört werden und nicht umgesetzt werden, wenn nicht Menschen da sind, die das zu ihrer eigenen Sache machen, zu ihrer eigenen Mission, möchte ich es mal sagen, dann nützt so ein Tag absolut nichts. Natürlich besser so ein Tag, wo viele es hören, als kein solcher Tag, wo viele es hören, denn die Zeit wird uns einholen, die Zeit ist so, ihr kennt die Geschichte hier unten, es wird immer enger. Man weiß, keinen Tag ist morgen noch Frieden auf der Welt. Es ist eine gespannte Situation. Ich sage mal, es ist in der Natur der Sache, dass selbst die Leute, die sich durch nichts bewegen lassen, wenn da mal wirklich alles zusammenbricht, dann kommen denen all die Dinge in den Sinn, die sie schon gehört haben, und vielleicht setzen sie dann sich in Bewegung. Das ist meine Hoffnung, und darum bin ich froh, selbst wenn etliche hier sind, die heute nur Konferenzgänger sind, ohne selber was zu bewegen. Ich denke, dann wird uns mal richtig so ein Tritt in den Hintern helfen, dass dann auch die in die Gänge kommen, dann wissen sie nämlich schon, was sie zu tun haben. Aber ich möchte euch bitten, zu erkennen, wie wichtig so ein Tag heute ist. Diese Referenten, die heute zu euch sprechen, das sind Leute, die den Samen tragen für den ankünftigen Baum. Seht ihr, ich bin generell dafür, gegen diese Kritik, die wir auch jetzt kassiert haben, weil man uns nachsagt, das sind alles Leute, die kommen hier nur hören und machen nachher nichts. Aber ich sage denen jetzt entgegen, sage ich, wisst ihr, ihr verachtet zu sehr den Samen. Ihr wollt Bäume sehen, aber ihr verachtet den Samen. Was hier geschieht, hier wird gesät. Ohne Saat gibt es keinen Baum. Versteht ihr? Und was wir einmal wissen müssen,
In dieser Welt, wenn wir etwas verändern wollen, geht es nicht ohne solche Konferenzen. Alles, was je verändert wurde auf dieser Welt, wurde verändert durch das Wort. Ich möchte dieses Bewusstsein heute an den Anfang stellen, damit wir mit den richtigen Ohren zuhören. Wenn ich sage, alles wurde durch das Wort, sage ich, ist das nicht als Bibellehrer, ja? Gott sprach und es geschah. Nichts ist außer durch das Wort, wie es die Bibel sagt. Nein, ich sage das jetzt pauschal. Alles, was hier unten auf der Erde irgendje entstanden ist, wäre nicht entstanden, wenn nicht geredet worden wäre. Seht ihr das? Darüber macht man sich viel zu wenig Gedanken. Aber überleg mal, es kann nicht irgendeine Armee geben, zum Beispiel, wenn wir es gerade so mit Krieg zu tun haben, es würde keine Armee, niemand würde in den Krieg gehen, wenn nicht vorher geredet worden wäre. Bis nur schon die Völker so weit sind, dass sie verhetzt sind gegeneinander. Das ist alles durch Worte geschehen. Da hat nicht einer einen Traum gehabt und der andere auch. Und dann gab es Krieg, sondern das hat sich alles immer im Wort gebildet, in dem was geredet wurde. Es gibt nicht irgendein Gesetz unter diesem Himmel, das nicht durch Besprechung geworden wäre. Es gibt nicht irgendeine Politik, nicht irgendeine Partei, außer sie ist durch Worte gebildet worden. Wir haben viel zu wenig Vorstellung, wie wichtig das Worte sind. Und wenn du irgendwas auf der Welt anschaust, es gibt nichts, was nicht durch Worte gebildet worden wäre. Du kannst ins religiöse Gebiet rein. Jede Form der Theologie, jede Form der Lehre hat mit Wort zu tun. Und das, was gesprochen wird, prägt die Menschen, entweder gut oder böse. Das betrifft sichtbare und unsichtbare Dinge. Keine Technik gäbe es, wenn nicht Worte vorausgegangen wären. Das Wort ist immer der Same von dem, was nachher dabei rauskommt, von dem, wie die Menschen sich verhalten, was sie nachher tun oder eben lassen. Siehst du, und wenn wir die Welt verändern wollen, dann geht das nicht anders. Wenn Philosophen hier die Welt bequatschen, dann verändert sich die Welt dementsprechend, wie überzeugend die Philosophen geredet haben. Siehst du? Also wollen wir die Welt verändern, müssen wir wieder Worte haben. Und ich sage mal, wenn schlechte Worte geredet wurden, die schlechte Menschen hervorgebracht haben, dann müssen wir heute gute Worte hören, um das zu verändern. Es ist ein Irrtum zu denken, wenn schlechte Worte geredet wurden, die schlechte Menschen hervorgebracht haben, dass man dann eine Knarre in die Hand nehmen muss und den abballern muss oder bedrohen muss, damit sich was bessert. Bessern wird sich immer nur etwas, wenn bessere Worte vorausgegangen sind. Seht ihr das? Es ist das Wort. Es ist das Wort, das Krieg führt. Und viele warten auf den lieben Gott, bis er hier unten was tut. Mit dem haben wir längst aufgehört. Ja? Weil wenn Gott etwas tut hier unten, tut er es durch euch. Hier drin sitzt. Ob ihr jetzt Christen seid oder nicht, oder Moslems, Buddhisten, spielt gar keine Rolle. Es muss durch Menschen sein, die etwas sagen. Das ganze Bildungssystem ist so entstanden. Ja? Wir sind darauf angewiesen, dass jemand spricht, dass jemand etwas Gutes sagt. Wir müssen die Leute umbilden. Das ist nämlich das, was uns im Wesentlichen vom Tier unterscheidet. Wir können kommunizieren, wir können das Wort sprechen. Wir müssen die Gesellschaft umprogrammieren. Also sage ich, ich glaube, heute hat es hier Referenten, die gute Worte haben. Das kann man nicht mit Krieg klären. Und ich sage es jetzt, um den anderen Gedanken noch fertig zu denken, ich sage selbst, wenn Gott die Welt verändert, wenn Christus damals gesagt hat, ich komme wieder und ich werde hier unten Verordnung schaffen, wer die Bibel kennt, der weiß, was dort geschrieben steht. Da steht nicht, dass er dann runterkommt mit einer Maschinenpistole oder mit einer nuklearen Waffe oder sowas. Er sagt, er kommt und wird Krieg führen mit dem Schwert seines Mundes, mit dem er wird sprechen. Selbst wenn der liebe Gott vom Himmel kommt, wird er sprechen. Ja? Versteht ihr das? Aber wir warten nicht auf den lieben Gott vom Himmel, sondern ihr seid das hier. Ihr seid die Leute, die sprechen können. Und mein Wunsch ist, wenn die Referenten heute sprechen, dass wir solche Ohren machen, das aufnehmen, was sie euch sagen und das nachher weitergeben. Nicht einfach nach Hause, ich weiß was Neues, ich weiß was Besseres, sondern nach Hause gehen und die Menschen umprogrammieren. Sie geben heute das Programm, sie geben heute den Samen dazu und ihr gebt das weiter und programmiert das um. Und ich wünsche mir, dass keine Spannung da ist zwischen sogenannten Aktivisten, die jetzt hingehen und irgendwelche Felder zertreten, um dem Genmais ein Ende zu machen, und denen, die eine Konferenz halten über die Schädlichkeit der Genmanipulation. Seht ihr das? Ich möchte keinen Streit zwischen
diesen beiden Parteien, weil es sind beides Aktivisten. Die einen durch das Wort und die anderen durch die Tat, die aus dem Wort gekommen ist. Ja? Keiner zertritt irgendein Maisfeld, der nicht vorher gehört hat, das ist schlecht, oder? Also der Same war das Wort, seht ihr? Und was heute gesprochen wird, ist total entscheidend. Ich möchte auch nicht, dass das eine Thema gegen das andere ausgespielt wird. Es gibt immer wieder die Vorstellung, da hatten wir auch schon früher Referenten, die waren bei uns, die haben ihren Vortrag gehalten. Und wie das so ist, jeder Referent, ich sag mal, das ist in Ordnung so, der denkt, mein Thema ist das absolut Entscheidende. Also ein Beispiel, oder? Ein Mann, der kommt hierher und sagt, ihr müsst den Krieg verhindern, was ihr macht. Das nützt alles nicht, wenn der Krieg nicht verhindert wird. Und der andere sagt, ja, hör mal, wenn die Leute sterben, bevor der Krieg ist, an Mobilfunkverstrahlung, dann nützt auch nicht die Kriegsverhinderung was. Wir müssen den Mobilfunk runterkriegen und so. Jeder Mensch, der einen Dienst tut, der eine Aufklärung treibt, der erkennt zu Recht, dass seine Sache die wichtigste ist. Aus dem schlichten Grund, weil alles wichtig ist. Ich vergleiche das immer gern mit dem Körper eines Menschen. Ja? Mein Auge ist wichtig. Und wenn du mit dem Auge diskutierst, dann wird das sagen, ich bin absolut unentbehrlich. Und es hat recht. Ja? Aber wenn das Auge sagt, du Ohr, du musst auch sehen können, macht es das was Richtiges. Ist doch total verkehrt, oder? Das Auge sieht, das Ohr hört und so sind die verschiedenen Referenten und jedes wird gebraucht. Jedes ist im Gesamten drin, bildet zusammen ein Ganzes. Also wenn Referenten heute hier sind, das sage ich über alle Referenten, die je hier waren, die vielleicht auch diese Vorträge heute hören, seid nicht enttäuscht, wenn diese vielen Leute hier nachher nicht alle euch hinterherkommen. Das teilt sich auf. Ja. Also einer war bitter enttäuscht, war mal vor längerer Zeit der Referent hier, war total enttäuscht, dass er hier nicht, ich weiß nicht, ein paar hundert Anhänger gefunden hat, die nachher genau seine wichtigste Sache vertreten haben. Oder? Und ich sag, siehst du, mir ist wichtig, dass jeder hier drin solche Ohren macht und heute hier sitzt mit dem Gedanken, irgendwo ist so ein Dienst hier, irgendeiner der Referenten, ich achte, ob der mich so anspricht, dass ich nachher hingehe zu dem und sage, wie kann ich dich unterstützen? Sei es mit dem, dass ich ihm helfe bei seinen Bücherproduktionen oder dass ich ihn unterstütze finanziell oder dass ich mit ihm auf die Straße gehe, dass ich mit ihm auf eine Demo gehe, dass ich mit ihm die nächste Konferenz vorbereite. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und jeder Referent, der heute hier ist, wird euch irgendeine Gelegenheit bieten. Es ist alles in Ordnung, solange wir hier sind und nicht einfach wirklich nur Konferenzgänger sind. Wir haben heute sogar die Möglichkeit, wirklich Gleichtaten zu tun. Jeder Einzelne hier drin, in Deutschland, in der Schweiz, kommt einer der Referenten, der wird euch die Gelegenheit geben, gleich heute Hand anzulegen und ich hoffe, dass er jeden Einzelnen erwischt heute. Ja? Seht ihr, aber das sind die Dinge, die einfach ganz wichtig sind. Man darf die verschiedenen Aufklärungsgebiete nie gegeneinander ausspielen. Es darf nie sein, dass der eine Referent vielleicht gegen den anderen wird, weil er findet, die Leute sollten zuerst das machen, was ich will. Nein, es braucht alle, so wie mein Körper alle braucht. Und es ist nicht zu verachten, wenn einer ein Aktivist ist, der halt immer dasselbe tut. Ja? Du kannst deiner Sehne nicht den Vorwurf machen beim Arm, dass sie immer nur diese Bewegung hin und her macht. Mach mal was anderes, oder? Nein, die Sehne sagt dir, das ist mein Job, ich gehe hin und her und hin und her. Und der Bizeps, der sagt, weißt du, du musst ziehen, der Trizeps sagt, nein, du musst stoßen, oder? Siehst du, es braucht alles. Und so möchten wir das verstanden haben, nur eines darf niemals sein, dass wir hier sitzen und wirklich nach Hause gehen und nichts tun. Also bitte ich euch, mit solchen Ohren zu hören, Herz aufzutun und ich frage mich, wo ist mein Platz? Wenn du noch keinen Platz hast, ist überall, okay, wir bleiben bei du, ist das gut so? Ich merke das immer erst während dem Reden. Ja, wir haben vorher gesagt, wir sind ja eine Familie, gell? Also mein Wunsch, dass jeder hier, wenn es heute nicht ist, vielleicht morgen, übermorgen, aber dass jeder Einzelne hier drin irgendwann nicht allein Hörer, Aktivist ist im Hören, sondern Aktivist wird im Tun, irgendwo. Und das muss nicht bei mir sein, das muss nicht bei einem der Referenten hier sein. Da, wo es halt die Natur platziert hast, da gehörst du hin.
Es gibt so Dinge in der Natur, die laufen einfach so. Ja, wie die Tiere, die haben ihren Lebensbereich, ihren Lebensraum. Du wirst spüren, wo du hingehörst. Aber eines sage ich jedem Einzelnen hier drin. Jeder Einzelne hier drin hat einen Platz, wo er mehr als Aktivist ist im Hören. Er ist auch Aktivist im Tun. Er setzt es um. Und wenn dein Job ist, nur Konferenzen organisieren, wie wir es jetzt machen im Moment, dann mach das. Aber sei aktiv. Tu mehr als nur hören. Schau, dass aus dem Hören ein Tun wird, dass aus dem Samen ein Baum wird. Und keiner soll hier drin sagen, ich werde nicht gebraucht. Oder ja, für mich gibt's hier keinen Platz. Mein Job ist, den gibt's einfach nicht, den ich machen könnte. Ich sag, dann hast du die Natur nicht verstanden. Jedes Organ wird gebraucht in unserem Körper und so wird jeder Einzelne hier drin gebraucht an einem Ort. Und du wirst ihn finden, wenn du nur willst. Das ist die einzige Bedingung. Du musst nur wollen und dann innerlich Herz, Antenne stellen. Dort, was anklingt bei dir, was im Herzen drin hochgeht, da gehörst du hin, ja? Seid ihr einverstanden? Wir sind mehr als nur Aktivisten im Hören, ja? Gut, das soweit zur Einführung. Jetzt werden wir noch ein Musikstück hören und nachher werde ich bereits den ersten Referenten nach oben bitten bzw. ihn vorstellen. Ich sage nochmal herzlichen Dank, dass ihr da seid. Es wird ein spannender Tag.